Vater ist Beamter, ein anständiger Mann. Die Mutter eine Frau, die man nur bewundern kann. Manchmal plagt den Sohn wohl das Gewissen. Das hätte wirklich so nicht enden müssen. Keiner weiß, wie's kommt, man steckt da ja nicht drin. Irgendwann sah man wohl nicht genügend hin, hat er die falsche Abzweigung genommen. Und so ist das auf diese Art gekommen. Sie gehen kaum nach draußen und sehen keinen an, schämen sich für ihren Sohn, dass es so kommen kann. Der arme Kerl ist Polizist. Die Eltern wollen wirklich nicht, dass ihr es wisst. Man kann doch, dafür wird er sich noch grämen, sich nen Beruf, der besser angesehen ist, nehmen. Schon auf dem Schulhof gab er an und tat so groß, mit Muskelshirt und tiefer Schlabberhose. Die Mutter häufig heult und jammert laut, weil er heute Demonstranten mit dem Knüppel haut. Macht Leute bange und glaubt, dass er wichtig ist. Ist er im Einsatz als Bereitschaftspolizist? Er hat schon auf dem Schulweg gerne andere verhauen. Keiner hatte ihn gemocht, man konnte ihm nicht trauen. Er zog die Mädchen gerne an den Haaren. Das macht er heut so gern wie noch vor Jahren. Manchen stieß er um und hat das Fahrrad demoliert. Ob ihm dann was wehtat, hat ihn nicht interessiert. Damals war das und was macht er heute? Schubst und tritt, verprügelt alte Leute. Vermummt mit Helm und Schild, dass man ihn nicht erkennt, wenn er im blauen Rudel Demonstranten niederrennt. Der arme Kerl ist Polizist. Die Eltern wollen wirklich nicht, dass ihr es wisst. Man kann doch, dafür wird er sich noch grämen, sich nen Beruf, der besser angesehen ist, nehmen. Schon auf dem Schulhof gab er an und tat so groß, mit Muskelshirt und tiefem Schlabberschritt die Hose. Die Mutter häufig heult und jammert laut, weil er heut Demonstranten mit dem Knüppel haut. Macht Leute bange und glaubt, dass er wichtig ist. Ist er im Einsatz als Bereitschaftspolizist? Heut chattet er bei WhatsApp mit ein paar Kollegen gern, lacht über Nazisprüche, als ob sie wichtig wären. Da sind sie sich auch überwiegend einig. Ihr Rassismus, der ist ihnen nicht mal peinlich. Schließlich weiß er, unter ihnen denken alle gleich. Man stellt sich gerne vor, man hätte schon ein viertes Reich. Er muss sich unter ihnen nicht verstecken, wenn alle fröhlich ihre rechten Arme strecken. Dauert sicher nicht mehr lang, dann ist man unter sich. Dann wird im Lande aufgeräumt, gründlich hoffentlich. Naja, er ist ein Polizist, der Image-Schaden schon beträchtlich ist. In dicker Jacke macht er ein auf dicke Hose, mit anderen unter sich schmeißt er sich gern in Pose. Wenn er im Bett liegt, ist er immer rufbereit. Und wenn er träumt, dann sucht er immer Streit. Falsch aus dem Schlaf gerissen, kriegt er einen Zorn. Statt mit Wecker weckt er sich mit Martins Horn. Sagen Sie selbst, was der für eine Schande ist. Aus dem wird wohl nichts mehr, der bleibt ein Polizist.